Und um mich zu schminken bzw. meinen Bart ranzufummeln, der wird jetzt echt spannend. Und um eins. Also der Sokrates, der sozusagen die warte mal, du meinst jetzt den Medizinbegründer aus Griechenland. Bitte? Welche der, den du gerade erwähnt hast? Joe Kreise hat gesagt, dass eine Beziehung, dass Geld Beziehungen sind. Nein, ein Symbol für Beziehungen. Ja. Das ist ein Symbol für Beziehungen. Joe Kreiser hat er gesagt. Ja. Ach so, der hat jetzt sozusagen wieder auf die. Der macht doch immer. Was dahinter steckt, hinter Geld. Nee, das ist ja nicht. Doch. Ich meine, unsere Beziehung ist komplett geldlos, sexlos, aber nicht emotionslos. Ja, was ist die Beziehung zwischen dem König und mir? Die ruht nur auf Geld. Na, du hast da ja kein Geld. Wieso ja, ich weiß, aber ihm geht's immer nur ums Geld. Mein ganzes Leben dreht sich nur um Geld. Helfen wir die nächste Zeit bis zum nächsten Schuss überbrücken können. Ey. Naja. Entweder eine Geldspritze oder eine Polamidonspritze. Ja, wem? Also alles, worum es sich bei dem im Leben nur noch dreht. Und so muss man sich hausen. Das muss man ja verständlich. Die Menschen in meinem Umfeld ist einfach nicht anerkennen, dass ich leide unter diesem Typen und auch nichts dafür tun, dass es besser wird. Was sollen die denn tun, nur bloß mal? Das anerkennen, dass es ein Problem gibt. Ja, das ist ja nur klar, aber. Du willst ja an dem Problem nicht lösen, die wollten ja rausschmeißen, aber du denkst, in deiner Lebensstory ist er wichtig. Ja, ist er! Nee, siehst du. Aber wie soll ich dir denn da helfen? Indem du meine Lebensstory anerkennst. Die Story, die für mich schräg und merkwürdig ist. Ja! Ja, die kann ich als deine Wahrheit deklarieren, aber das heißt noch lange nicht, dass ich sie verstehe. Dass ich sie anerkenne. Das heißt noch lange nicht, dass ich sie anerkenne. Du willst sie nicht verstehen, weil du da nämlich keine tragende Rolle drin spielst. Und das ist ja deine Angst dabei. Na schon, alleine dir kurz. Das ist das, was du einfach nicht verstehst. Du darfst mich nicht berühren. Du darfst es einfach nicht. Du darfst es nicht. Es ist dir untersagt. Ja, jetzt haben wir wieder das nächste Thema rausgezaubert. Du darfst es nicht. Du darfst es einfach nicht. Weder mit Worten, noch mit der Hand, noch in Gedanken, mit irgendwelchen Bildern. Du darfst mich nicht berühren. Ist das denn viel Problem oder was? Du darfst mich nicht berühren, weil du mich sonst verschmutzt und verunreinigst. Ach, deswegen wegen der Storyline jetzt mit dem. Mit dem Herr Dr. Demo-Typen. Was mich damit? Naja, das ist ja deine Welt. Ich meine, ich muss sie ja nicht verstehen, ich kann sie ja tolerieren und weil ich dich nun mal toleriere und mehr als das, dann ist es halt so. Ich meine, mehr kann ich aus der Story du nicht rausnehmen. Du sollst mich tolerieren, du sollst mich lieb haben. Ja, ohne zu berühren. Ja! So. Wieso sind Frauen so kompliziert? Das ist doch total unlogisch. Wenn du mich nicht angrapschen sollst. Ich grapsch dich doch ja nicht, du willst es doch. Ja, aber mal so. Du darfst nicht so lieb haben wie den Löwen im Zoo, den du niemals anfassen würdest, weil du gar keine Wildwobtrainer kennst. Du würdest es dir gar nicht trauen, da rein zu klettern. Nee. So sehr darfst du mich lieb haben. Ehrfürchtig darfst du mich lieb haben. Och, toll. Wieder Respekt und der Schwachsinn. Ja. Respekt. Ja, aber Angst und Respekt ist normalerweise in der weiblichen Welt ständig so eine Gleichstellung. Das ist ein Glaubenssatz. Ja, das ist ein Glaubenssatz. Das ist ein Glaubenssatz und der gilt nur in deiner Welt. Mhm. Wenn du dich mit Löwen vergleichst. Weil mit deinen Glaubenssätzen baust du deine Welt, baust du dein mentales Gefängnis. Ja, na klar. Ja. Ist ja normal, wäre ja bescheuert, wenn nicht. Wenn du es nicht mehr kapierst. Na, das habe ich schon längst kapiert, dass ich natürlich automatisch mit meinen eigenen Vorstellungen mein Leben lenke und meine eigene Unfreiheit oder Freiheit. Ne? Na, logisch ist ja klar. Ja. Das habe ich schon längst geschafft. Schön. Super.
super. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich meine Glaubensbekenntnisse bzw. meine Vorstellung ablegen kann, wenn sie mir als Erfahrungswerte ständig wiederkommen. Und ist danach ein Vorteil an einem langen Leben, dass man einfach bestimmte Vorurteile, so nennen wir sie mal, einfach entwickelt, aus dem Grunde, weil man bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Ist doch normal. Entwickelst Vorurteile aufgrund von Erfahrungen. Ja, ne. Ist doch normal. Dumm. Hä? Bist du dumm? Wieso? Weil du meinst, dass man aus der Erfahrung keine Vorurteile entwickelt, oder wie? Ich meine, gut, okay, Vorurteile, wie vor. Dann sind es Erfahrungen, negative Erfahrungen, meinetwegen. Vorurteile ist einfach nur ein Bild für Angst. Naja, so weit weiß ich mal auch wieder nicht. Ja, zum Teil schon, und? Aber wenn sie mit Erfahrung kombiniert werden, dann erzeugen sie noch mehr Angst, meinetwegen. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass ich Angst empfinde im Kontext. Ja, wie sagt mein Chef immer, ich habe keine Angst davor, ich habe keine Höhenangst, aber ich habe davor, Angst runterzufallen. Das ist vollkommen natürlich begründet. Das eine ist halt eine unbegründete Angst und das andere ist eine begründete Angst. Nächste. Und das heißt, selbst wenn ich weiß, dass ich unsterblich bin, heißt es noch lange nicht, dass ich mich Gefahren aussetzen muss, nur um das zu demonstrieren, und das wurde wieder als Dummheit ansehen. Muss ich gar nicht tun. Alter, die Kamera macht ja echt beschissen als Spiegel. Krass, auch mal nicht schlecht. Na, jetzt sehe ich ganz bescheuert aus. So, jetzt mache ich einfach Kamera wieder aus.